Sollen von uns die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdienen, nämlich wirklich die größte. Denn sie sind unser Nachwuchs, sie sind unsere Zukunft. Und ich denke, dass wir ihnen das bieten und dass wir ihnen an diesem Wochenende für ihr ganzes Leben, nicht nur für ihre sportliche Karriere, sondern für ihr ganzes Leben etwas mitgeben. Tipp ist, dass man sozusagen sich von sich selber nicht alles gefallen lässt, dass man über sich selber hinauswächst und die Dinge, wo man sich am schwersten tut, als erstes anpackt. Man kann im Wettkampf nicht mehr leisten als im Training und nicht mehr zu probieren ist der eine Trick und dann einfach nur das zu bringen, was man drauf hat, dann ist man eigentlich schon ganz gut dabei. Es gibt natürlich im Sportlerleben immer Höhen und Tiefen und ich glaube, die ganz großen Sportler sind die, die Tiefen überstanden haben. Aus jedem Tief kann man was lernen, wahrscheinlich sogar mehr wie aus dem Erfolg und von dem her in der Niederlage nicht verzweifeln, sondern analysieren und weiter hart arbeiten und an seinen Traum glauben. Wenn man hart genug trainiert hat, dann soll der Wettkampf Urlaub sein. Kleiner Tipp für jedermann, auf jeden Fall sage ich immer frisches Obst und Gemüse, also frische Nahrung, lebendige Nahrung und nicht diese abgepackten Nahrungen oder Fertignahrung.